Hallo, liebe Pentax-Freunde. Es tut mir wirklich leid, diese Ankündigung machen zu müssen, aber mir ist heute aufgefallen, dass ich dringend ein anderes Kamerasystem brauche. Es gibt drei gute Gründe, warum ich schnellstens von Pentax zu Sony wechseln muss. Grund 1, ich leide unter Gear Acquisition Syndrome, also Deutsch Geräteanschaffungssyndrom, glaube ich, ist die offizielle Übersetzung. Das ist eine Krankheit, die vor allem Fotografen und Musiker befällt und ich bin beides, ich bin deshalb besonders anfällig. Und jetzt ist die Frage, wenn man das hat, wie geht man damit um? Ich richte mich da nach der Politik, also nach unserer Bundesregierung im Umgang mit Covid, beziehungsweise nach SPD und Grünen im Umgang mit der FDP. Das heißt, ich verfolge die Strategie, nichts mehr gegen die Krankheit zu unternehmen, sondern einfach vor ihr zu kapitulieren und hinzunehmen, dass sie jetzt eben da ist. Das finde ich gut, das ist schön bequem. Nur das Problem ist, mein Pentax-System, das nähert sich allmählich einem Zustand, wo ich eigentlich für jede Aufnahmesituation gut ausgerüstet bin. Und die ständigen Gebrauchtkäufe, die sind auch auf Dauer nicht befriedigend. Ich will endlich mal was Neues in den Händen halten und für Pentax gibt es halt nichts Neues. Für Sony dagegen, da bringt ungefähr jede Woche mindestens ein Hersteller ein Objektiv auf den Markt, das man unbedingt haben will. Also wenn ich jetzt zu Sony wechsle, da bin ich die nächsten Jahre voll ausgelastet mit Geld ausgeben. Einfach das perfekte System. Grund 2, ich brauche eine neue Herausforderung. Ich komme mittlerweile schon ganz gut klar mit dieser Analogkamera und dem Schwarz-Weiß-Film. Das ist jetzt, ja, es beginnt allmählich langweilig zu werden und digital ist sowieso schon lange langweilig. Also so eine Kamera, wo jeder Knopf da sitzt, wo er hingehört, dann kann jeder ein gutes Bild machen. Aber Sony-Kameras sind dafür bekannt, dass man jede Einstellung erst irgendwie umständlich im Menü suchen muss. Das wäre mal eine ganz neue, reizvolle Herausforderung und ich bin beruflich ständig in Shopware 5 Backends und muss mich da durchklicken. Also wenn jemand prädestiniert ist, diese Herausforderung zu meistern, dann bin das ja wohl ich. Und Grund 3. Die deutschsprachige YouTube-Fotografen-Community, zu der ich natürlich auch gerne gehören würde. Davon bin ich aber weit entfernt. Also, mein Kanal dümpelt vor sich hin, bekommt kaum noch mehr Abonnenten. Warum? Ja, ihr sagt jetzt wahrscheinlich, du hättest halt mal in letzter Zeit ein bisschen mehr Content raushauen müssen. Das ist viel zu kurz gedacht. Der wahre Grund liegt ganz woanders. Schauen wir uns doch mal die größeren YouTube-Kanäle an zum Thema Fotografie. Das sind mehrheitlich maximal mittelmäßige Fotografen, die aber sehr erfolgreich sind in kommerzieller Hinsicht. Ein mittelmäßiger Fotograf bin ich auch, aber überhaupt nicht erfolgreich. Warum? Also, warum gelingt es mir nicht, teure Workshops und Fotobücher an Leute zu verkaufen, die noch schlechter fotografieren als ich? Ja, ihr sagt jetzt wahrscheinlich, du bietest halt keine Workshops und Bücher an. Ihr habt keine Ahnung. Der wahre Grund liegt völlig woanders. Es ist doch so, man kann diesen Leuten, die nichts von Fotografie verstehen, so ziemlich alles erzählen und die glauben einem alles und himmeln einen dafür an. Das beweisen diverse größere Kanäle. Aber es gibt eine Voraussetzung. Man muss die Leute da abholen, wo sie stehen. Und die Leute stehen nun mal auf die Kameras ihrer YouTube-Idole. Wenn ich dann mit Pentax ankomme, dann sagen die: Pentax? Kann man das essen? Und deshalb brauche ich ein System, das so Mainstream wie möglich ist, also am besten eben Sony. Und dazu dann noch ein Rollei-Stativ, ein K&F-Konzept-Rucksack und ein Filterset von Nisi oder was ist da, die YouTuber-Marke? Ja, jedenfalls, dann werde ich endlich reich und berühmt. Morgen geht's los. Was für ein Tag ist morgen? 2. April. Merkt euch dieses Datum. Na gut, den Pentax-Freunden zuliebe schlafe ich noch eine Nacht drüber. Jetzt brauche ich aber erstmal was zu essen. Lecker.